Hallihallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Secret of Mana 2. Wir sind immer noch in diesen eisigen Gefilden hier. Auf der Suche nach dem Mana-Star. Wow, gut, dass wir den letzten Part gewendet haben. Das ist der doofe Dämonenritter wieder, ne? Oder Todesritter, genau. Bald werden wir das heilige Malland betreten haben. Ihr werdet das Mannschaft unserem Führer, dem Drachenkaiser. Ja, es gibt immer mehr neue Feinde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mein Vater starb vor Jahren, um ihn zu töten. Was? Warte. Du bist Michi. Ja, Michi, der Held. Woher kennst du meinen Namen? Wer zum Henker bist du? Schweig. Ja, super. Oh, die wieder. Die wieder. Und diesmal drei. Wow. Super, das war ja schon wieder, auf die Evilen Bonbon erstmal. Klasse, wie direkt erstmal wieder knüppeln die Kackviecher. Hedy, auch ein Bonbon. Super, das fängt ja schon wieder echt astronomisch gut an. Und ich komme nicht zum Angriff. Ey. Wahnsinn, ich komme hier zu nichts. Ich komme zu nix hier. Ich bin mich nur am Heilen. Ich glaube, ich habe noch keinen einzigen Treffer gelandet, habe ich das Gefühl. Evil, nochmal ein Bonbon direkt. Gott im Himmel. Und ein auf Michi. Nein! Wollte ich ganz egal. Hahaha. Und auf der Hedy fehlt auch noch ein Bömskes. Ja, jetzt lassen wir mal hier ein bisschen angreifen. Das ist ja echt nicht mehr. Schön, Angriff, Angriff, Angriff. Ah, bam! Daneben, Kacke. Nochmal. Und bam! Wieder daneben. Ist ja ein Traum hier, dass hier alle Attacken daneben gehen. Jetzt aber. Oh, Michi. Bom, bom. Turbo. So, jetzt brauchen wir ganz schnell den Vor. Ich kann nicht auf den Vorrat zugreifen. Das ist ganz, ganz schlecht. Jetzt, das ist jetzt ganz, ganz schlecht. Kraftwasser auf den Michi. Alles klar, mir wird jetzt geheilt. Scheiße, ich komme in den Kämpfen nicht auf den Vorrat. Oh nein. Badass, Baby. Ich konnte, das war's. Ich glaube, wir sind jetzt direkt tot, weil ich konnte mich nicht mehr heilen. Yo. Schokolade auf Evil. Und direkt noch eine Schokolade auf Hedy. Jetzt müssen wir irgendwie hier rauskommen aus dieser tollen Todesfalle von Golems. So, nächste Schokolade auf Michi. So, dann haben wir erstmal wieder ein bisschen was. Boah, und es geht direkt wieder los. Heilige Kacke. Das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Kraftwasser auf unser Evilchen. Hardcore-Kämpfe. Hardcore-Kämpfe. Nichts anderes. So, direkt nochmal. Kräftwässerchen auf Hedy selbst. Die müssen sich schön verteilen, die Viecher. Dann geht. Oh, die ist super Attacke daneben, dann Kacke. Komm, wenn einer mal wenigstens kaputt. Jawohl, es ist einer kaputt. Oh, jetzt ist es, glaube ich, etwas angenehmer. Jetzt kommen wir auch langsam mal in den Kampf hier rein, ohne andauernd auf den Sack zu. Oh, und der. Ja! In love, ich kann die Stärke nicht erhöhen, dann halt, die Agilität. This is awesome. Was? Was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kraftwasser auf unseren Michi. Wir müssen jetzt doch nochmal ein bisschen heilen am Ende, bevor hier irgendwas fürchterlich schief geht. Und heil dich selber, Hedy.
dann direkt noch die dritte Heilung auf unser Evilchen. Und wir haben gewonnen. Oh, der Mana-Stand sollte hier nicht spüren. Prinzessin, los gehen wir. Ja, nachdem wir uns geheilt haben, meine Freunde. Das ist wohl ein bisschen wichtiger. Meine Herren, ey. Was ein Kampf. Kurz, knackig, aber extrem anstrengend. Nein. So, jetzt wollen wir erstmal auf unser Inventar hier zugreifen. Wir brauchen nix und holen uns Bonbons. Danke. So. Damit sind wir erstmal wieder ausgestattet. Jetzt haben wir auch andere Musik hier. Ja, da ist direkt die Höhle. Ich hoffe mal, jetzt erwartet uns nicht direkt noch ein Endboss, sonst haben wir nämlich ein Problem. Oh, das schreit doch nach dem Mana-Stein. Yay! Die Energie des Mana-Steins wurde freigesetzt. Aber Fee, wenn wir das tun, was der Schwarze Ritter meinte, das Tor für uns öffnen, dass dann den Mana-Schein hast, das Mana-Schein finden, bevor sie es tun. Setze die Kraft schnell frei. Der Mana-Baum ist im Begriff zu sterben. Mhm. Nur das kein heiliges Land zurücklassen. Wir dürfen nicht zulassen, dass Altena mit ihren bösen Machenschaften so weitermacht. Wir müssen die Geister finden. Okay. Keine Sorge, wir haben es fast geschafft. Geben wir unser Bestes. Da ist Frosta. Frosta ist für alle da. Stimmt was nicht? Bist du erkältet? Boah, ey, Frosta erkältet. Da sage ich jetzt mal nichts zu. Ich kann euch eine Hilfe sein. Natürlich schließt sich Frosta an. Ein weiterer Zauber, der uns bisher nichts bringt. Es bringt irgendwie diese doofen Mana-Steine. Na dann versuche jetzt seine Stufe zu verändern. Hä? Schließe. Was habe ich gemacht? Konzentriere dich stärker. Was mache ich gerade? Überleg. Ohne Jungfrau? Vielleicht. Ui! Bunt! Von einem cool. Porno. Haben wir jetzt auch mal ein bisschen Magie oder so? Natürlich nicht. So, dann machen wir mit den anderen, würde ich sagen, gleich auch mal. So, unser Michi, unser Held. Der Killer. Warum, konnte ich ja vorher, glaube ich, nicht machen. Ich meine, ich hätte so einen doofen Stein nämlich schon mal angesprochen. Das hat nämlich nicht funktioniert. Überdenke deine Stufe. Nein! Ich wollte gar nicht Ritter machen. Ich habe zu schnell geklickt. Egal, dann sind wir jetzt ein Ritter. Egal. Ein Gladiator wäre geil gewesen. Gut. Und jetzt noch die Hedy. Na dann versuche jetzt deine Stufe zu verändern. Okay, schließ die Augen und konzentriere dich. Okay. Muss ich da aufpassen, dass ich nicht wieder zu schnell klicke. Erstmal wollte ich mal lesen. Priesterin, Zauberin. Priesterin ist Heilung. Mach mal die Priesterin, das hört sich gut an. Gucken wir mal. Und? Yay! Orange Mütze. Wie knuffig. Haben wir jetzt mal ein bisschen neue Magie? Unfassbar mit dieser doofen Magie. Da bringt ja nichts. Was haben wir denn hier? Ach nee, hier ist nichts mehr. Gott, hier können wir noch weitergehen. Gut, damit sind wir hier durch. Yes. Nächstes Ziel. Keine Ahnung. Wüste. Genau, in die Wüste wollte ich als nächstes. Boto, geh weg. Ja, scheint sich aber, glaube ich, vom Schaden her nicht viel zu tun, oder? Also, ich komme jetzt nicht so vor, als würde ich jetzt mehr abziehen hier. Aber ich sehe und unsere Leiste hat sich unten verlängert. Ui! Wow! Wow! Awesome! Nice! Cool! Also können wir jetzt stärkere Spezialattacken machen. Das ist schon mal äußerst interessant. Hallo, gefangen.
Erstmal die Fischechse hier. Ja, eigentlich die Kröte. Ja, die ziehen uns immer noch so viel ab. Also das ist auch jetzt nicht gerade, dass wir jetzt irgendwie so viel stärker sind oder so. Ein bisschen weniger, vielleicht so 5 weniger oder was. Katsching. Tschüss. Machen wir eine normale, die müsste hier reichen, ja. Gut. Weiter geht's. Also da haben wir ja schon mal auf jeden Fall in diesem Part ordentlich was geschafft. Ah, haut das Juwelen, ja, auf unsere Evil wieder. 93. So, komm, hau den. Danke, so. Nein, falsch, 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 falsch. So, Kraftwasser auf die Evil. Mal schauen, was die jetzt heilen. Ich glaube, die haben ja vorher immer so 100, 120 gehalten. Mal schauen, ob sich das erhöht hat. Oh ja. Oh ja. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine erkennbare Veränderung. Hau ab. Weg. Aber ich will ihre Zweittechnik auch mal sehen. Gleich. Mal ein bisschen mehr prügeln. So, hier oben kommen wir nicht weiter. Wir gehen hier weiter. Und ich finde das Dorf jetzt auch recht zügig wieder. Und ich meine, die Felder waren ja eigentlich an sich auch ziemlich lang. Hau ab. Piss dich. Piss dich. Jetzt. Ah, sie war schneller. Das hat ihn umgehauen. Ja, ich werde schon noch früh genug dazu mal kommen, die Technik auszuprobieren. Ist jetzt nicht so eilig, ne? Da. Hui, ein Angriff auf beide. Das ist natürlich schon mal sehr gut. Ach ja. Ja, auf diesen doofen Magier aufpassen mit seiner Überangriffspower hier. Machen wir mal eine normale. Die müsste reichen. Ja, hat sogar gereicht, glaube ich. Ah, Mama Proto ist da. Die macht aber nur auf einen, ne? Ja, ja. Weg, auf Weg, ich ja gar nicht. Die Wüste wird bestimmt auch ziemlich interessant. Also, ich habe mal ein bisschen geforstet und Wüste und Eisfelder hier sind gleicher Schwierigkeitsgrad. Von daher, wenn wir das hier schaffen, werden wir die Wüste ja wohl, denke ich mal, auch schaffen. Pong, vor allem da wir jetzt verbessert sind, nicht wahr? Bam, auf den Sack. 103, kann man nicht meckern. Durchaus nicht. Hedy, heil dich. Bitte! So ein Kraftwasser auf alle, das wäre so geil, ne? Aber irgendwie ist das ja mit den Zaubern hier so alles andere als gut. Ich habe so viele. Warte, mal was gucken. Ich habe so viele Mana-Geister, ne? Aber alle bringen sie irgendwie nichts. Da nichts. Bestätigen zum Beginn. Nix. Ich kann keine Magie einsetzen. Ich raff es nicht. Warum? Komm ich nicht drauf klar, wirklich nicht. Also man merkt schon, es ist schon doch schon ein bisschen angenehmer. Ich halte mich jetzt nicht mehr ganz so oft wie vorhin, dass ich in jedem Raum einmal so ein doofes Bonbon einsetzen muss. Also es ist schon echt angenehm teilweise. Tschüss. Gib mir diese Truhe. Ah. Ja! Sehr schön. Bonbon merkt man fast. Bonbons sind immer gut. Damit kann man eigentlich nie was verkehrt machen. Swish. Bissisch. Komm mal weg da jetzt. Ah, dieser Orkantornado hieß der, glaube ich, ne? Guck mal, jetzt sieht man die Gegner auch mal hinter den Bäumen. Oh, 100 ist schon nicht gerade wenig. Schweine und. Jetzt sind es alle weg. Gut, danke. Reicht. Weg. So. Heilung, Le Evil, please. Auf Le Evil. So, dann haben wir die auch durch. Dann jetzt noch die nächste Heilung. Einmal eine auf den Müschi. Der möchte nämlich auch gerne eine kleine Heilung haben. Unser Ritter, der eigentlich ein Gladiator werden sollte. Aber egal. Ich meine, gut, wer weiß, was die Unterschiede haben. Bisher habe ich keinen Unterschied gesehen. Wir haben keine Magie zusätzlich bekommen. Ja, für den Status vielleicht, ne? Aber das kann nicht schaden halt. Einfach mal ausprobieren, ne? Was dann am Ende sich daraus entwickelt. Sobald, solange wir das Spiel durchkriegen, ist alles andere egal. Bim, bim, bim. Wieder ein Sieg. Auf ganzer Linie.
So. Komm, haut sie um. Die Mistviecher. Haut sie um. Auf den Sack, auf den Sack. Patsch, jawoll. 89 ist aber auch schon eine Spezialattacke. Ja, okay, ist halt Teddy, ne? Die halt. Hat halt nicht so die Superpower jetzt, ne? Ach, Mama Poto ist auch da. Hallo, Mama Poto. Kannst du kaputt gehen? Danke. Das ist natürlich gut, dass wir den richtigen Weg hier wieder finden. In die Stadt, also in die Stadt wollen wir jetzt, möchte ich jetzt auf jeden Fall in diesen Part auch gehen und einmal eine kleine Heilung machen. Also einmal ein Nickerchen machen. Sehr schön. Ich glaube, hier sind wir auch richtig, ne? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Höllenaura ist das, glaube ich, ne? Oder hat es gerade? Ich meine Höllenaura. Ja, und dann sollte sie sich auf jeden Fall direkt mal heilen. Ja, vor allen Dingen, weil sie jetzt wahrscheinlich tot ist. Jo, tot. Okay, oder hat sie sich doch nochmal heilen können? Ne, die Heilung ist in der Tat nicht durchgekommen. So, hauen wir um. So, jetzt ist Hedy wieder da. Jetzt kann Hedy sich mal heilen. Meine Herren, ey. So ärgerlich. 200 hat sie abgehoben. Das hat keine Magieabwehr, ne? Scheiß auf die Truhe. Die Truhe ist irrelevant eigentlich. Wobei, wir haben unsere 20 Minuten schon längst geknackt, ne? Dann würde ich nämlich mal sagen, ja, jetzt kommt eine. Dann würde ich sagen, machen wir den Raum jetzt zu Ende und dann machen wir im nächsten Part weiter. Hau ab. Gut, so. Oh! Gut, Stärke. Hedy. Kriegt eine Intelligenz. Gut. Kraftwasser alle gelernt. Oh, ist das schön. Dreck einsetzen. Alle, yay! Alle ein Kraftwasser. Und damit würde ich sagen, war's das für diesen Part, meine Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis, wow, viel. Zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.